gestern Riette aus dem Kahlenberger Land. Ich wollte euch heute mal mitnehmen. Wir sind nämlich gerade am Stroh zusammenfahren. Wir brauchen das Stroh ja zum Füttern und zum Einstreuen für unsere Kühe. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit. Ich bin jetzt gerade, ich habe einen Anhänger hinter und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Feld. Da sind zwei Pressen zugange und da wird mir dann das Stroh aufgeladen. Seid gespannt. So, wir sind jetzt auf dem Feld. Hier wird gerade Weizen gedroschen und also das Getreide wird aus der Pflanze herausgedroschen. Das Stroh fällt dann hinten aus dem Drescher raus und dann fahren direkt die Pressen hinterher, die Strohpressen. Ich mache jetzt mal die Tür auf. Das wird ein bisschen lauter, aber dann kann ich mal ein bisschen ranzoomen. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Und das ist so Staub, das heißt übrigens meistens, dass es trocken ist. So, wir sind jetzt hier auf dem Acker. Da hinten seht ihr den Drescher und den Abfahrwagen. Da hinten, wo es so qualmt, das ist Staub. Da sind die Pressen zugange. Und hier werden mir jetzt die Ballen aufgeladen. Immer zwei auf einmal, das geht ganz gut. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen weiter rankommen an die Pressen. So, das ist die Presse. Vorne drin hat er so Reifen, um das Schwack platt zu drücken. Ihr hört schon, es ist mächtig laut und staubt auch wie verrückt. Dann wird das Stroh aufgenommen, gehäckselt in der Presse und hinten kommt dann das fertige Bund raus. So, ein Bund noch und dann ist der Anhänger voll. Ich mache dann noch Spanngurte drüber und ziehe die fest, damit die Ballen auch nicht runterfallen können auf dem Weg. Und wenn wir dann wieder auf dem Hof sind, zeige ich euch mal, wie Kai die Ballen ablädt und aufstapelt. So, wir sind jetzt auf dem Hof. Der Anhänger steht in der Halle. Ich habe die Spanngurte schon abgemacht und Kai ist jetzt am Abladen, wie ihr hinter mir seht und vielleicht auch hören könnt. Ja, ich mache da noch ein paar Aufnahmen von und dann wisst ihr jetzt, wie es bei uns zugeht, wenn eine Strohernte angesagt ist. Bis dann, eure Henriette.